Exploration. Wie ihr seht, ich bin etwas gewandert. Ich habe mir tatsächlich eine neue Burg gesucht. Ich bin da oben runtergesprungen. Eigentlich genau da oben. Weil ich hier unten Location so geil fand. Witzigerweise dabei mein Raptor ist gestorben und noch irgendwas. Was hatte ich noch? Der andere ist auch gestorben. Allerdings. Ich hasse auf. Allerdings habe ich jetzt auch schon wieder neue. Also ihr seht da vorne schon Maulwurf. Der gehört jetzt mir. Den habe ich längst nicht gezählt. Den habe ich jetzt als, tatsächlich als Tank mir einfach geholt. Oh, da hinten ist ein Kano. Das ist nicht gut. Der ist ziemlich nah bei der Base vor allem. Das gefällt mir gar nicht. Und jetzt läuft die ganze Zeit ein Schaf hier durch die Gegend. Das finde ich cool, wenn wir das irgendwann mal zähmen könnten. Ah, jetzt die Frage ist... Ihr seht, ich baue mir da gerade ein Haus und einen Zaun. Zwei Holzzäune, sind die hoch genug, um Kano abzuhalten? Ich glaube schon. Weil der Kano ist so das Gefährlichste hier, was ich gesehen habe. Ich glaube, zwei hoch wäre genügend. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ja! Ich will keinen Kasten bauen. Im Moment sieht es ja mehr oder weniger noch aus wie ein Kasten. Achso, ein Sarg, weil man es aufholt. Cool, ne? Ich habe einfach irgendwas gebraucht, was mich verteidigt. Ich habe irgendwas genommen. Bin ich ganz ehrlich, weil mir war egal, was. Erstmal überhaupt. Weil ständig kommen irgendwelche Sachen, die einen töten wollen. Und wir haben zwei Ravager jetzt. Mach auch was Neues, finde ich gut. Und das Iguanodon ist schon da. Wie geil ist das denn? Ist schon gezähmt, das ging jetzt aber schnell. Ich bin mich nur rübergegangen, habe ein bisschen Holz jetzt gecraftet. In der Zeit ist er schon gezähmt. Cool. Ihr seht, da ist ein Spinnerich tot gegangen. Und ich habe den gelootet. Und ich habe mir so viel Pulli mehr bekommen. Wir müssten eigentlich noch eine zweite Kiste bauen. Ich habe nicht nur eine da drin. Holz. Lager. Na toll. Egal. Deine grünen Loot-Drop kriege ich immer. Ich habe auch gelevelt. Wir werden in dieser Folge jetzt Narko-Pfeile machen. Ich habe einiges gelevelt. Also ich habe einiges getan, um euch jetzt zu zeigen. Neue Sachen, nicht immer dasselbe. Ah. Und wir haben so viel Chitin bekommen. Mega viel Chitin. Ich baue jetzt erstmal die Wände, weil dann werde ich ein bisschen leichter. Hier will ich das noch ändern, weil das zu nah an der Wand ist. Ich will hier so eine kleine Veranda bauen, mit so Zäunen dann hoch. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich stelle es mir cool vor, aber ob es dann cool aussieht, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich will alle zwei immer Fenster. Alle zwei sollen immer Fenster. Ja, genau so, diese Dinger. Genau. Aber ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob das was aussieht später. Aber müssten wir schauen. Nein. 8, 9, 9. Sehr gut. Und Decken haben wir auch noch welche. Oh, ich muss die unbedingt jetzt hier rüberbringen, weil wenn der Kano da hinten landet, was. Könnte für die bitte ausgehen, außerdem ist da schon wieder ein Raptor da hinten, oder? Ja. Die sind schon cool. Diese Ravagers. Und er hat jetzt ein stärkeres Level als unser Alter. Also, ich hoffe, dass die tatsächlich jetzt etwas mehr aushält. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wir müssen aber aufpassen. Hier runter der Wasserfall sind zwei Spinosaurier. Und von da kam auch die riesige Spinne. Das heißt, die kann Wasserfälle hochgehen. Das macht mir etwas Angst. Scheiße, die sind nicht mate-boosted. Wir brauchen unbedingt nochmal ein Pärchen dazu. So, du kommst aber auch hierher, meine kleine Ratte. Die Leuchtköpfe habe ich nicht vergessen. Die holen wir uns wieder.
So, hier bitte. Ist natürlich cool hier, so die Veranda, wenn die so ins Wasser eingrenzt. Finde ich cool. Da hinten dachte ich ja, das wäre eine Höhle, aber wir waren nicht mehr da. Das ist keine Höhle. Das ist tatsächlich einfach nur ein kleiner Durchgang. Ein kleiner, blöder Durchgang. So, was wollte ich euch noch sagen? Achso, ich brauche jetzt die Kiste. Na toll. Mörser und Stöße brauchen wir als nächstes. Und bevor ich mich schon... Ja, machen wir mal einfach eins. Ich habe keine Ahnung, was brauchen oder nicht. Mörser und Stöße. ...15 Leder, 65 Stunden. Stein hat ja noch ganz viele. Ganz viele sind 7. Auf was? 65? Das hat's, dürfte sogar reichen. Cool. Leder? Ganz. Leder? Nein, Leder. Ja, kann man nichts. Den habe ich auch erst gekriegt. Er ist noch verbuggt. Ah, was fehlt denn jetzt schon wieder? 15 Leder, 65 Steine oder irgendwas stammt da. Können wir jetzt nicht. Reicht, weiß ich auch nicht. Hä? Ich verstehe es jetzt nicht. ...15 Leder, 65 Stein. Also... Das sind 15 Leder und das sind... ...keine 65 Steine. Das hast du jetzt aber Glück. Da hast du jetzt aber Glück. 15 Leder, 65 Steine und jetzt geht's tatsächlich. Okay. Okay, okay, okay. Dann nehme ich es zurück. Dann nehme ich es zurück. Ob das mit der Veranda klappt, weiß ich gar nicht. Weil das muss schon ziemlich hoch dann auch sein. Ich weiß es doch noch nicht. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Das machen wir jetzt hier hinten ins Eck auf jeden Fall. Das machen wir jetzt hier hinten ins Eck. Genau, genau. Die kleine Hold. Hier, das brauchen wir. Dann brauchen wir ganz viele Narkotikpfeile. Jawohl. Dass wir jetzt hier ein bisschen mal vorankommen. So, die bräuchten wir alle. Genau. Die können weg, die sind immer noch nutzlos. Steinpilz. Das brauchen wir alles nicht. Ich muss mal gleich einen kurzen Aufnahmestopp machen, weil dieses Wäh im Hintergrund nervt gerade etwas. Also mich, ihr hört es ja nicht. Ich habe es ja für euch ausgestellt. Aber es macht die ganze Zeit Wäh im Hintergrund und das nervt. Genau. Genau. Ich will aber noch das Zeug durchjagen, wenigstens. Und dann gehen wir noch ein bisschen. Mit ein bisschen ist gut. Wir gehen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Bärchen sammeln. Am besten da drüben, weil da nicht so viele Feinde sind. Da drüben ist ein Spinos. Und dass wir noch ein bisschen Holz craften. Zwei Böden brauchen wir. Zwei Böden und Wände. Ich versuche gerade lauter zu reden, weil ich habe meine eigene Stimme kaum. So. Das da rein und dann 18 herstellen und ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
So. Hör ich Kampfmusik? Nein, ja, nein. Ich will ja viele Fenster machen, weil ich wissen will, was hier um mich rum passiert. Hier kommen auf jeden Fall auch noch Fenster hin. Also wir machen alle zwei ein Fenster. Ich will hier auch noch ein Fenster auf jeden Fall. Weil ich nämlich wissen will, was da um mich drum wirklich abgeht, was da langläuft und so weiter und so fort. Ist ja machbar, ist ja nicht so schwer. Gerade hier aus Holz. So. Narcotics werden gemacht. Und was haben wir denn sonst noch aus Holz? Bergbank und Schmelzofen, ja. Da müssen wir ein bisschen mehr craften. Weil ich nämlich auch eine Spitzhacke machen will. Eine Metallspitzhacke und Metallaxt. Demnächst. Wir haben ja erst 4 Eisen oder so. Mal gucken. Er guckt jetzt nach hinten. Das macht mir dann immer so ein bisschen Sorgen. Wir gucken ja nicht von alleine nach hinten. Wir haben noch so viel Scheißdreck dabei. Wir brauchen Kisten. Also wir brauchen Kisten. Weil das Polymer will ich auch erhalten, weil es nicht abläuft. Und wir machen jetzt erstmal 2 Kisten. 2 Kisten und 2 Böden. Dann hätten wir schon mal einen Anfang. Weil ich will in dieser Folge eigentlich ein bisschen weiterkommen mit dem Haus. Also es wird jetzt auf jeden Fall eine Baufolge, die nächsten 2-3 Folgen. Aber ich will es auch nicht zu lange jetzt machen. Es soll jetzt nicht länger als eine halbe Stunde theoretisch gehen. Aber ich will jetzt auch nicht, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt das und das und das, dann sage, ja, jetzt ist die halbe Stunde vorbei oder 20 Minuten, jetzt haben wir es schon geschafft. Und ich will es jetzt so instinktiv machen. Es kann mehr sein, es kann weniger sein. Mal gucken. Ich höre nur das Wasser rauschen. Ich höre keine Musik. So gruselig, dass dieses Spiel ohne Musik existiert bei mir. Weil es irgendwie ein bisschen leckt. Aber das war schon immer so. Also jetzt bei Ark Aberration. Ich habe nichts ausgestellt. Es ist wirklich so. Ist auch doch nicht so viel. Ne, mir ist ja die Flasche aufgefüllt. Wenigstens das, mein Freund. Das ist natürlich cool, dass wir jetzt direkt am Wasser sind. Dann können wir uns auch so eine Wasserleitung und sowas direkt dann ins Gehege machen. Wahrscheinlich dann nach außen. Also ich will das außen ins, so neben den Futtertrog oder so. Da will ich das hinmachen. Dass da so eine Leitung von oben runter guckt. So als kleine Dusche oder sowas. Das wäre cool. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das sollte ja machbar sein. Ja, aber den Zaun will ich halt auch gerne weitermachen. Ich will überall mal gerne weitermachen. Das ist kacke. Eine Kiste. Hallo? Okay, es hat, glaube ich, gespeichert gerade. Der Fließball ist natürlich schon ein bisschen. Schon wieder ein Level up. Alter Schwede. Wir können ja mal gucken, welches Level wir haben. Nochmal Gewicht zählt, egal. Wir haben jetzt tatsächlich schon. Ich habe ein bisschen weiter gespielt und ich habe nur gecraftet. Dazu nur das Haus gebaut. Level 26. Ich kann schon eine Armbrust bauen. Würde ich auch gerne. Zaun Foundations. Die wären natürlich noch geiler wie Dingens. Steinwand will ich auf jeden Fall, weil ich will unten die eine Reihe Steinwand machen. Wie ich mir das vorstelle. Unten dann eine Rand. Das habe ich, glaube ich, bei Ark auch schon gemacht. Weil ich finde es hübscher, wenn unten so eine Reihe Steine sind und dann da oben drauf Holz. Das finde ich irgendwie authentischer. Ich finde es wirklich cool. Das sieht so ein bisschen
stylisch aus. Schildkröte, alles klar. So, das ist die Holzkiste. Jetzt aus Stein. 1, 2, 2, bleibt dabei. Hey! Jetzt bewege ich mich wieder nicht. Fliege ich jetzt zu viel, oder was? 236 Kilo. Na gut, mit dem Polymer können wir jetzt eh noch nichts anfangen. Und wir haben ja auf 40 oder so. Schmeiße ich das weg. Das Chitin dachte ich, nehme ich mit, aber das ist mir jetzt ein bisschen wichtig, jetzt Feuer bauen zu haben. Gut, dass wir jetzt so ein Bett haben, was nicht kaputt geht mehr. Das ist gut, Freunde. Bett habe ich jetzt keine Sorgen erstmal. Jetzt sind wir überladen und haben kein Holz, ne? 200 Holz. Bis 11 Stück von den Berries. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Waffen, Munition. Das ist also noch schwer. Nee. Die Steine will ich eigentlich nicht wegschmeißen. Immer noch 10 Kilo Übergewicht. Steine umsonst geholt oder was? Vielleicht finde ich es ja gleich wieder. Boah, noch mehr Spinos. Und Wölfe. Jetzt hier steht aber ein Problem. Und eine riesige Spinne. Hey, da ist meine Base. Das ist da unten, was ich meinte. Da ist eine riesige Spinne und zwei Spinos. Es ist halt eine geile Chance, so ein Spino zu zähmen. Das sind sogar zwei Spinnen. Ach du Scheiße. Es ist wirklich, wenn man von oben schießt, kann das Spino einen nicht erwischen. Theoretisch. Untheoretisch, du musst erstmal in die Position kommen. Und nicht runterfallen vor allem. Das wird ein schönes Projekt, wenn wir das Ding zähmen wollen. Fällt uns jetzt Stroh, oder was? Der Wolf ist da unten. Alles klar, Stroh kriege ich noch hin und dann hier weg, 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 weg. Oh Gott. Wenn er mich gleich sieht, sterbe ich. Muss irgendwie wegkommen. Okay, scheiß auf der Stein. Weg hier. Lieber weg hier. Wirklich, das sage ich jetzt lieber. Habe ich jetzt 200 Steine zwar weggeschmissen, aber das ist mir lieber, wie jetzt hier zu verrecken. Hier kommt einfach mal ein Para von oben runter. Ich würde mich ja gerne
da hoch aufbauen, weil ich wissen will, was ist da und wo geht's da noch hin? Oder kann man von da so eine Brücke darüber bauen? Klappt das? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren, weil ich will nicht wissen, wo es da hingeht. Hast du mal einen Angstschiss gemacht? Und ich habe schon nach Höhlen geguckt, aber ich habe noch keine gefunden. Da hinten war noch irgendwo was, was aussah wie eine Höhle, weil es so schön beleuchtet war. Da will ich jetzt gleich mal hin. Im Moment habe ich ja noch nicht so die Ausrüstung, die geilen Sachen, wo ich sagen würde, oh Gott, wenn ich jetzt sterbe. Oh Gott. Nee, das ist noch nicht so. Ja, hier und hier, genau. Und dann hier so eine Veranda. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das aussieht, weil dann hier so ein eigentlich nicht will, dass hier so ein Loch ist, wisst ihr? Andererseits hat das dann irgendwas. Eigentlich müssten wir hier noch eins hinbauen. Ich weiß es gerade noch nicht. Doch, mach mal drei am besten. Das kommt auf jeden Fall nach hier. Nach unten bitte. Danke. Dass ich hier mehr rausgucken kann. Genau. Oh, hier sind noch zwei nebeneinander. Eigentlich müsste hier hin und dann hier einer wieder hin. Ja. Und hier wird so ein Ausguck. Ich weiß noch nicht, ob ich hier die Mauer vielleicht wieder hoch. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Oder ob ich hier eventuell so eine Mauer ziehe und das hier zumache und quasi dann hier so einen botanischen Garten oder sowas mache. Mal gucken. Wir können ja auch hier so eine Leitung legen, dann hier irgendwelche Blümchen pflanzen oder so. Also ich habe ein paar Gedanken im Kopf, aber noch nichts Konkretes, wie ihr merkt. So, mir fehlt ja noch die Steinwand mit Fenstern. Alles klar, Freunde der Nacht. Gute ist, ich finde diese Base auch relativ schnell wieder, wenn ich so hoch baue. Dann weiß ich nämlich, wo ich hin muss. Ja, ich will gar nicht so weit von der Base wegmachen, weil hier überall böse, böse Tiere sind. Ach, wir haben jetzt drei Kisten. Cool. Die Kisten würde ich in der Tat gerne hier oben hinsetzen. So ein Kistenareal. Ich hätte eigentlich auch gerne so einen Wandschrank. Können wir ja auch dann mal jetzt demnächst machen zum Bücherregal oder sowas. So, und ich fasse mal hier rein. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Hier machen wir. Ja, wir haben das ganze Polymer jetzt nämlich nicht mehr hier. Ich mache mal Metall rein. Boah. Hier kommt sogar verschiedenes Holz. Sehe ich ja jetzt erst. Welches Holz ist mehr wert? Welches Holz ist nur mehr wert? So. Und so.
fast zwei Stunden her. So. Schon sagen. Das macht mehr als zwei. Ach so, und dann habe ich ja noch was, was ich machen wollte in dieser Folge. Beziehungsweise vielleicht ja hier anfangen und in der nächsten Folge weitermachen. Und zwar... Richtung Licht. Oh, shit. Böser kleiner Raptor. Oh, oh. Aua! Lass mich doch in Ruhe. Mit meinem Glück kommt er jetzt gleich da oben dran. Guckt ihr denn eigentlich alle hin? Keiner interessiert sich mehr für den Raptor. Finde ich irgendwie witzig. Dann steht aber jetzt eh der. Nee, das ist das. Okay, alles gut. Alles gut. Wäre wahrscheinlich die ganze Mühe nicht mal wert. Wasserpilz, was man hier alles sammelt. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt noch den ein oder anderen... Alter, wie viele Dodos da gerade laufen. Wohl einer von denen. Sah erst wie drei oder vier aus. Nein, nein. Schläfst du? Das war ein Level-Up, habe ich gerade gesehen. Leben, Leben, Leben. Also ich habe schon gemerkt, Dinos unter 1000 Leben. Leben gefährlich. Sehr gefährlich, sag ich. Hä, der beißt immer noch in die Wand, oder? Was geht denn mit dir? Irgendwann backt er sich hier rein. Frisst mich. Dann hört man so eine Stimme. Ich hab's so gerade auf dich gefreut. Endlich bist du. Obwohl eigentlich müsste ich jetzt zwei nach vorne bauen und dann laden. Weil das hier müsste eigentlich auch so ein abgeschlossener Raum sein bis nach hier. Und ab hier müsste dann so ein... Ich weiß es nicht. Hey, das hängt auch ein bisschen in der Luft. Das ist ja jetzt erst so ein Millimeter. So ein Millimeter. Hier stimmt alles gut. Ich muss mir jetzt erstmal an. Also dieser Shop ist ja schon cool. Sieht so aus wie so ein kleines Gefängnis, aber vielleicht kann ich später mal aus Glas machen. Ich weiß nur nicht, ob ich hier vielleicht zwei nach vorne bauen sollte. Das überlegen wir uns nochmal. Jetzt reicht's. Leg's drauf an. Epischer Kampf. Raptor gegen Mensch. Wow. Alter. Mensch hat gewonnen. Am Ende mit dem Faustschlag. Der Faustschlag hat's ausgerichtet.
da haben wir eigentlich immer genügend. Das können wir schön reparieren. Sehr schön. Das ist der Raptor weg. Jetzt ist aber der Kano noch da. Das macht's auch jetzt nicht besser, ne? Nee, ich mach sogar zwei nach vorne. Ich glaube, zwei sieht sogar besser aus. Wie war das bei jetzt? Wir bauen einen Zaun. Zähmen das? Zähmen dies? Ja, ja. Irgendwann bauen wir den Zaun. Nee, nee. Hier machen wir das auf jeden Fall. Bisschen früher. Armbrust kann ich ja noch nicht bauen. Also hier gibt's extrem viele Raptoren und auch Kanosaurier, die ich woanders da noch nicht gesehen habe. Raptoren habe ich woanders da schon gesehen, aber noch nicht in solchen Zahlen, Mengen, Massen sogar. Wo ist denn dieser Raptor jetzt? Da ist auch einer. Also gegen zwei werde ich mich nicht behaupten können. Das wird ein bisschen eng, ne? Der Rückweg wird nicht schön. Ich muss erst noch hochheilen. Und einen Angstschuss setzen, genau. Ah, kein Wasser mehr. Und noch haben wir genügend Bären. Wir müssen jetzt erstmal das Haus zweistöckig bauen. Und dann können wir... Müssen wir den Zaun fertig machen und dann können wir auch mit dem Zaun gleichzeitig so eine Wasserleitung legen. Ja, genau. So denke ich mir das jetzt. Schon wieder ein Level up. Holzbank, Holztisch. Gibt es hier unten noch was Wichtiges? Was brauchen wir? Ja, Fensterrahmen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Kleine Steintor. Stärktes Dino-Tor. Ich weiß es noch nicht. Beete brauchen wir alles erst später. Alles, wenn wir erst da uns bauen, aufbauen. Pelz brauchen wir, glaube ich, gar nicht, weil hier drin ist es gar nicht so kalt in den Lagern. Was wir tatsächlich brauchen ist das da, das da. Und den Rest möchte ich erst dann, wenn ich weiß, wie ich das baue, ob ich es wirklich hochbaue. Dann so runter tropfen lassen oder so. Das muss ich alles dann sehen. Ja. Noch sieht man nicht das Haus. So, da sind jetzt aber auch die letzten Züge dieser Folge. Und ich habe euch ja gesagt, hier gibt es eine Stelle, wo ich dachte, das wäre eine Höhle. Die war irgendwo da hinten, weil da auch so ein Feuerdingens dahinter war. Ich komme halt mal hoch. Da
Aber es kann auch ein Pilz sein, was ich da gesehen habe. Was da so leuchtet. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das was ist oder ob es nichts ist. Weil von jetzt... Von hier sah es ja mich jetzt aus wie einfach nur ein Pilz. Hinlaufen kostet ja auch nichts. Werden wir auf jeden Fall mal tun. In der nächsten oder übernächsten Folge. Jetzt heißt es ja erstmal craften, craften, craften. Ich finde, das Haus auch in dieser Folge hatte gute Züge angenommen. Also natürlich ein bisschen mehr hätte ich mir gerne erhofft. Aber man muss ja auch bedenken, dass das Holz gerade ein bisschen knapp hier in der Ecke wird. Und hier ständig Raptoren und so weiter rumlaufen. Also, das Haus ist schon okay, sage ich mal. Es ist okay. Man muss halt sehen, dass das jetzt die nächsten 3-4 Folgen dann auch fertig wird. Wenn das jetzt wirklich noch 5 Folgen dauert, dann machen wir 3 Folgen oder so und dann ziehen wir an. Dann machen wir halt vielleicht mal ein paar, der eine Stunde knapp geht, damit wir vorankommen. Machen wir einen mega langen Part, damit dieses Haus bewohnbar wird. Es geht schon wieder los. Dunkeln bauen ist irgendwie ein bisschen uncool. Genau. Und man sieht echt kaum was. Genau, genau. 2 nach vorne, noch 1 breit, jawohl. Genau so stelle ich mir das vor. So, ich baue jetzt erstmal hier das hin. Aber ich habe doch auch eine normale, oder? Jawohl. Nicht, dass ich es vergesse. Ich habe gesagt, immer 2. Immer 2. Das war jetzt keine 2. Ja gut, das da kommt eh noch weg. Das wäre jetzt tatsächlich blöd, da hinzubauen. Hier stimmt es aber eigentlich auch nicht. Deine Tür eigentlich. Theoretisch müsste dann hier es weitergehen. Ja, okay, da ist es. Eigentlich ist es immer noch falsch, weil es hier falsch ist. Aber es ist egal. Es ist jetzt egal. Ganz so pingelig will ich jetzt auch nicht sein. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt aus Holz das hier hinbauen, weil dann müssen wir es ja wieder ändern. Und aus Stein hinbauen. Ja, hier nicht. Hier, die sind stimmt schon. Da hinten den grünen kriege ich eh noch nicht. Okay, ich springe einfach mal runter. Ich Idiot. Der ist immer noch der Raptor, der so schön vor sich hin richtet. Haben wir noch was? Nein. Gucken wir noch mal zum Abschluss, wie viel Narcotics wir jetzt haben. 43. Dann zeige ich euch noch, wie Narcotic-Pfeile gemacht werden. Wer es noch nicht gesehen hat. Und hier sind die, die ich meine. Standfackel. Ist das die Standfackel oder ist das jetzt die falsche? Standfackel. Und dann gab es hier noch andere Fackeln. Aber wo sind die denn hin? Da! Wandfackel! Genau. Und diese Wandfackeln, die bauen wir auch in der nächsten Folge. Wenn ich wüsste, wo sie sind. Rohre. Hä? Müssten doch theoretisch auch bei Holz sein. Oder kann man die auf der Werkbank nur machen? Das kann auch sein, dass sie auf der Werkbank sind. Dann machen wir uns hier so 3 Wandfackeln. Hier unten auf jeden Fall. Und oben noch welche. Und dann außen noch welche. Dann beleuchten wir das Haus hier so ein bisschen. Später machen wir das noch irgendwann mal alles aus Elektrizität und so weiter. Dann haben wir ein richtig schönes Hütchen. Er verhungert gerade. Er nervt mich gerade immer ein bisschen. Beziehungsweise er verdurstet gerade. Kleiner Durstbacken.
Wie weit ich hier den Zaun hin mache, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich will eigentlich die Steine auch gar nicht wegmachen, so als Schutz. Also ich bin da noch ein bisschen offen, wie weit. Von mir aus können wir auch schon hier rumgehen, davon dann bis da hinten hin machen. Nö, das schauen wir noch. Hier machen wir dann irgendwelche Fackeln dann außen und innen hin. Dann haben wir ein bisschen Beleuchtung. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Nö, das sieht besser aus, als ich dachte. So eine kleine Veranda. Wo man nicht raus kann. Eine Veranda, wo man nur rausgucken kann. Nee, das nimmt Form an, also. Es gefällt mir. Es nimmt Formen an, Leute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt Let's Play Ark Aberration. Und zum Abschluss machen wir die Narkotikpfeile. So geht's. Ach komm, ich mach's jetzt voll. Bis dann, ciao!